Herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde bei Xtrain24 und den Themenwelten. Heute stellen wir Ihnen Bahnhöfe und Hochbauten vor. Sie sehen es bereits im Bild im Vordergrund. Es ist was ganz Fantastisches. Es ist eine Hochbahn, ein Arkadensystem, hergestellt von Modellbahn Engel. Korrekt, unter der Rubrik Modosteck. Arkadensystem. Also ich bin ganz begeistert, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Es hat mich vom Hocker gerissen, wie Manuel Engel das hier aufgebaut hat. Das ist, glaube ich, das, was bisher so im Modellbahnbereich gefehlt hat, gerade im Bereich Hochbahnen. Es ist sehr universell einsetzbar. Dieses System, so wie es hier aufgebaut ist, fällt mir sofort die Berliner S-Bahn ein. Da kann man zwischen Bahnhof Friedrichstraße, ach eigentlich bis von Jannowitzbrücke, Friedrichstraße bis zum Hauptbahnhof die S-Bahn auf diesem Arkadensystem fahren sehen. Was mich so bei der ganzen Sache fasziniert ist, dass es relativ einfach zusammenzustecken ist. Darüber werden wir gleich reden, Manuel. Werden wir gleich reden und wir werden auch demonstrativ eins zusammenbauen. Ich? Ja. Natürlich, dass jeder sieht, wie leicht es ist. Mir bleibt nichts erspart. Ich bin wahrscheinlich derjenige, welcher. Ich würde vorschlagen, liebe Zuschauer, wir schauen uns erstmal das Vorbild dazu an. Ich habe dazu auch ein paar Bilder vorbereitet. Extra fotografiert vorgestern in Berlin mit meinem Freund Uli, den ich an dieser Stelle ganz herzlich grüßen und mich nochmal bei ihm bedanken möchte, dass er mich bei dieser schwierigen Arbeit und Aufgabe unterstützt hat. Hier sehen wir zum Beispiel im Bereich des S-Bahnhofes Bellevue dieses Arkadensystem. Es ist jetzt nicht ganz so hoch ausgearbeitet, aber man sieht auf den Bildern, es lebt, es sind Bäume, es sind Sträucher davor, es sind Fahrspannungsmasten da. Auch eine Kastenbrücke ist zu sehen, die unmittelbar nach dem S-Bahnhof Bellevue die S-Bahn überquert, die so ähnlich aussieht wie bei dir. Man könnte fast meinen, du hast in Berlin fotografiert. Das ist eine Annäherung an das. Also es freut mich ganz besonders und auch die Berliner werden das sehr gerne sehen, dass wir da was haben. Und man sieht es ja auch hier im Modell, liebe Modellbahnfreunde, der Doppeldecker mit der BZ am Abend. Also das ist natürlich der Knaller, hat er extra für mich mitgebracht, hat er gesagt. Also ja. Machen wir weiter. Die Kastenbrücke hat wir gerade besprochen. Dann sehen wir zum Beispiel auch, wie wir es hier im Modell teilweise sehen, jetzt auch auf dem Bild, dass unter diesen Arkadensystemen Geschäfte eingerichtet worden sind. Das heißt also kleine Kioske, Wurstbude. Das also, wie gesagt, man sieht es auch auf den Bildern ganz deutlich. Es gibt also viele Spielarten, die man machen kann, was da unten drunter eingerichtet werden kann. Und wenn man gar kein Geschäft einrichtet, kann man das Ding einfach zumauern. Das kann man also auch machen. Wie es auch oft der Fall war. Wie es auch oft der Fall war. Jetzt sehen wir zum Beispiel im Bild diesen Eingang von diesem S-Bahnhof Bellevue. Ist ähnlich angelegt wie hier im Modell, wie Sie das sehen, liebe Zuschauer. Also auch hier kann man, wie gesagt, das Ganze noch variieren. Es sieht alles noch sehr neu aus. In echt ist es gealtert, dann ist Kalk ist dran, da gar ist kein Problem, das Plakate System dran. Zu altern. Das ist klar. So, wie gesagt, wir sehen jetzt noch ein paar Beispielbilder hinterher von allen möglichen Aufnahmewinkeln aufgenommen. Das sollte allerdings nur für Sie als Anregung dienen, wenn Sie sich für so ein Hochbahnsystem entscheiden und sagen, Mensch, das hat auf meiner Anlage gefehlt, ich habe satt, immer nur grüne Berge, Heidi und was Ähnliches zu sehen. Hier kann ich also eine richtige S-Bahn und eine richtige Hochbahn gestalten, hat also auch was sehr Schönes. Jetzt sind wir wieder beim Modell, lieber Manuel. Und bevor ich missbraucht werde, das wieder zusammenzubauen, wollen wir gerne noch mal drüber reden. Das sind alles geleserte Modelle das oder ist korrekt. Bauteile, besser gesagt. So genau, die sagen. Ganzen Bauteile sind aus Lasercut und farblich behandelt. Die farbliche Behandlung machst du ja auch selbst. Korrekt. Wie gesagt, es sieht alles ganz neu aus und wir sehen jetzt zum Beispiel auch hier oben, wie es bei der S-Bahn so üblich ist, da ist ein Bahnsteig. Es ist jetzt zwar keine S-Bahn hier, das ist ein Sonderzug, liebe Modellbahnfreunde, der auf den Gleisen der Hochbahn unterwegs ist. Man sieht hier einen Bahnsteig und man sieht auch Schienen. Wir müssen jetzt dazu sagen, das ist das MacLean C-Gleis. C-Gleis, korrekt, ja. Und dieser Bahnsteig ist auch speziell für das MacLean C-Gleis ausgelegt. Ausgelegt. Ja.
Wäre jetzt die nächste Frage, wir könnten ja wieder einige Zuschauer kommen, oh, die McLean-Freunde, wo bleibt das andere? Pico A-Gleis, Tillich-Profi-Gleis, kann man das auch verwenden? Auf den Arkadensystemen können wir jedes Gleissystem benutzen. Mit dem Bahnstecksystem aktuell noch das C-Gleissystem, wir werden aber demnächst die anderen So-Höhen einrichten. Also können wir jetzt alle Modellbahnfreunde beruhigen, die jetzt schon gesagt haben, oh Gott, das ist ja nur für McLean. Nein, Manuel hat es gesagt und versprochen, dass also ist, auch... Ist fix. Ist in Arbeit. Ist fix. Ist fix, okay. Ist fix. Also, dass man auch mit anderen Gleissystemen hier arbeiten kann. Knackpunkt ist dann immer der Bahnsteig, denke ich mal, von der Höhe her. Von der Höhe her, ja? Genau. Okay, so, jetzt haben wir uns nochmal... Versuch mal, das uns noch mal ein bisschen satt zu sehen. Du hast ja hier schon viele Ausstattungsdetails dran an diesem Hochbahnsystem. Man muss also wirklich dazu sagen, dass alles, was hier zu sehen ist, außer die Fahrzeuge und die Menschen, die da rumlaufen, aus deinem Baukasten kommt. Das ist korrekt. Das, ja. Ja? Die Schienen? Ja, ich meinte jetzt eigentlich mehr, fangen wir mal unten an, im Pflasterbereich zum Beispiel. Wir sehen Verkehrsschilder, wir sehen eine Verkehrsschilder nicht, wir sehen Verkehrsampeln zum Beispiel. Verkehrsampeln, Blumendröge. Du hast auch Gullideckel. Gullideckel. Ja, wir sehen Straßenbeschriftung. Auch so, wir sehen auch Gitter, so Schutzgitter, wo die Fußgänger Korrekt. Nicht da rumrennen ja. sollen. Auch das ist in deinem Baukastensystem zu finden. Genau, ja. aber unter der Rubrik Bahnsteig. Aber da kommen wir später noch. Da kommen wir später noch dazu. Wir wollten eigentlich nur erläutern, liebe Zuschauer, dass alles, was Sie hier sehen, außer Fahrzeuge und den Menschen, beim Manuel Engel bzw. beim Modellbahn Engel, so muss man es ja korrekterweise sagen, ja. Ebenfalls zu erwerben ist. Wie bist du eigentlich, muss ich jetzt mal dazu sagen, auf diese geniale Idee gekommen, so das zu bauen? Also wie gesagt, das würde ich sagen, hat ja komplett gefehlt bis jetzt irgendwo. Wir versuchen möglichst Bereiche abzudecken, die wo kein großer Hersteller anfassen möchte oder wo die Stückzahlen zu klein sind. Wir haben begonnen mit dem Gebäudemodusstecksystem, dann das Bahnsteigsystem und das Arkadensystem hat ja auch eine ideale Ergänzung gefunden und den Posten greifen wir jetzt an. Das ist also in Anlehnung auch an dieses Modusstecksystem. Jetzt werden wahrscheinlich einige fragen, was ist denn das? Das war eigentlich... Eine, sage ich jetzt mal, auch eine geniale Erfindung von dir, Gebäude zusammenzubauen, ohne zu nageln, zu nieten und zu ermachen. Genau, die werden nur gesteckt und können in jede Richtung erweitert werden, ergänzt werden, als Vollgebäude oder als Reliefgebäude ausgelegt werden. Und das gleiche Prinzip haben wir jetzt eigentlich im Arkadensystem und Bereich auch. Und es ist auch weiterentwickelt, denke ich mal, worden von dir, verfeinert worden. Und das ist also wirklich das Schöne. Also er wird mir es dann wahrscheinlich zeigen. Er hat mir versichert, es ist ganz einfach. Also auch ich kann das zusammenbauen. Es ist aber auch für die Teppichbahner geeignet, hast du mir gesagt. Genau. Der Gedanke ist auch, die Teppichbahner, die bauen ab und zu mal eine Anlage auf, weil vielleicht nicht der Platz für eine feste, stationäre Anlage gegeben ist. Und man kann es auch wieder zerlegen. Mhm. Kinderleicht. Kinderleicht. Man muss es nicht zusammenkleben, sondern man kann es. Er schaut mich gerade so treuherzig an, ja. Kinderleicht. Ich bin ein bisschen skeptisch noch, aber ich glaube, er wird es mir dann, oder wir werden es dann gemeinsam sehen. Ich kann ihn wirklich versichern, verspreche ich nur, ich habe das noch nie in der Hand gehabt. Also ich werde sehen, ob es geht. Kinderleicht. Ich habe auch zum Beispiel gesehen, wir sehen auch zum Beispiel hier, es ist noch kein Schotter da. Es ist also noch nicht vorbereitet, ist alles nur angedeutet. Wir sehen auch hier Markierungen drauf. Genau. Ein Schotter ist deswegen nicht drauf, weil es hier sich um ein Demonstrationsmodell handelt. Ein Schotter würde jetzt hier die ganzen aufgelaserten, gravierten Bereiche abdecken und wir könnten es nicht so schön erklären. Richtig. Das heißt also, markiert sind die Gleislagen. Die Gleislagen. Ja. Darf ich mal hier reingreifen? Ja. Ich mache es ganz einfach mal. Halt. Hebe es an. Kriegst raus? Ich hebe es an. Jawohl. So. Ich hoffe, man sieht es. Hier in dem Bereich, also hier
sind die Gleislagen bereits vorgezeichnet worden, wie sie liegen sollen. Die sind vorgezeichnet, auch auf dem Bezug des Bahnsteigs. Wir haben jetzt hier in diesen Bauteilen die Möglichkeiten, einen Bahnsteig zu verlegen mit einer Breite von 75,2 in der Mitte als Mittelbahnsteig oder im Außenbereich mit 32,2 mm Breite. Mhm. Die Löcher sind hier angedeutet, um mögliche Kabel durchzuführen für den Fahrstrom der Gleise oder für den Bereich und die Kabel der Beleuchtung von den Bahnsteigen. Bahnsteig oder was man halt... Genau, oder Signalanlagen. Signalanlagen, was man... Genau. Also das ist schon sehr genial durchgedacht von dir. Und für die Zukunft. Und für die Zukunft. Dann sieht man auch, glaube ich, hier wunderbar diese Verbindungselemente. Das heißt also... Auch das wird nur reingedrückt, zusammengedrückt und dann... Du wirst es sehen, es ist kinderleicht. Liebe Zuschauer, also er sagt, es ist kinderleicht. Ich glaube dir. So, es ist also nichts dem Zufall überlassen. Es ist sehr logisch aufgebaut, so wie ich das jetzt mal sehe. Und das Ganze auch ganz attraktiv. Also mir gefällt das. Wir werden von der Packung bis zum fertigen Modell, bis du uns zusammenbauen. Liebe Freunde, jetzt werde ich Sie länger auf die Folter spannen. Wir haben also einen riesen Eindruck bekommen von diesen wunderschönen Arkaden-Ausschnitt. Das ist verlängerbar bis, was weiß ich, Unendlich. Bis Getno. Ja. Das heißt also für die Freunde der städtischen Anlagen eine wunderbare Idee. Ich sehe jetzt schon viele sagen, wow, jetzt reiße ich meine Anlage ein, das will ich haben. Also ich würde das auf alle Fälle haben wollen, weil das ist ganz toll. Und Manuel hat mir versprochen, wir bauen das jetzt zusammen. Und das werden wir jetzt machen. Dazu machen wir jetzt einen kleinen Bildwechsel. Wir werden jetzt dieses arkadenfertige Demonstrationsmodell mal wegräumen. Und ich werde mit meinen ungeübten Fingerchen versuchen, das Ganze, ob es auch wirklich so geht, zusammenzubauen. Machen wir so. Wir werden es machen. Jetzt wird's ernst, liebe Modellbahnfreunde. Manuel hat mir versprochen, dass das jeder kann, dass es also kinderleicht ist. Wir haben ein bisschen umgebaut, das Studio. Ein bisschen aufgeregt bin ich schon, muss ich ehrlicherweise zugeben. Er hat mich hier mit Arbeitsutensilien verpasst. Einer muss ja arbeiten hier. Ja. Wir brauchen also als Werkzeug eine Schneideunterlage. Eine Schneideunterlage. Ein Cuttermesser. Das Cuttermesser vom Meister. Ein Pinsel oder ein Schaschlikstäbchen. Ich würde aber ein Schaschlikstäbchen zum empfehlen. Auftragen für den Kleber. Ne? Genau, und den Klebstoff als Holzlang. So. Was kommt zu Ihnen, wenn Sie das bestellen? In dieser Verpackung, ich habe jetzt mal das Arkadenset 3 breit offen ausgewählt. Es ist also auch verschlossen. Ja, es ist wirklich zu. Und ich bin jetzt derjenige, welcher hier der Experimentiermensch ist, der also zeigen soll, wie das geht. Aber ich glaube, Manuel wird recht haben. Es wird also sehr ordentlich verpackt, in recht schmal Pappverpackung. Hinten drauf findet man noch mal ein paar Hinweise, einschließlich des Packungsinhaltes. Korrekt, ja. Und auch noch mal die Artikelnummer, wenn sie nicht vorne drauf ist. Vorne ist sie auch drauf. Vorne ist sie auch noch mal drauf. Ich zeige es noch mal hier rein. Also wenn Sie das dann nach Hause bekommen, sehen Sie also schon ziemlich klar, was Sie da bekommen. So, jetzt wird's ernst. Ich habe mich für das entschieden. Du schaffst es. Er strahlt. Du schaffst es. Du schaffst es. Chaka, ich bin mir ganz sicher. Ich bin mir ganz sicher. So, aufmachen, reißen einfach so oder wie geht das? Zieh einfach an. Ich will ja nichts kaputt machen. Na gut, die Verpackung machen wir auf. So, die Verpackung ist offen. Und dann langen wir einmal rein, drehen das Ganze mal um. Uiuiui. Viele Teile. So, viele, viele, viele Teile. So, was haben wir hier? Das sind, vermute ich jetzt mal, die... Das sind die Verbinderelemente, ja. Wo man weitere Arkaden anschließen kann. Aha. Und miteinander fixieren kann. Und das hier, diese Abdeckungen sind, glaube ich, dann, wenn man die das sieht, diese grauen Mauersimsen. Abdeckungen sind genau, ja? Richtig. So, was haben wir, was finden wir noch? Wir finden also die vorgefertigten Mauerteile. Auch wieder alles gelasert. Gelasert. Und koloriert.
So, die sind also wirklich sehr maßgenau. Hoffe ich, dass das genau auch wirklich gut passt. Die Zahnen ineinander. Ja. So, dann haben wir die Gitter. Das sind wahrscheinlich dann für die oberen. Für die oberen. Die kannst du mal auf die Seite legen, die brauchen wir ganz zum Schluss. Die brauchen wir ganz zum Schluss. Dann haben wir nochmal diese Mauerelemente, die dann zusammengefügt werden müssen. Wie ist das jetzt? Die sind ja praktisch wie Spritzlinge. Genau, die müssen einfach vom Ast gelöst werden. Also man muss sagen, es ist Holz. Also, es ist Holz. Es ist Holz, ja. So, dann haben wir. Hier sehen wir das auch schon. Rechts und links. Rechts und links wahrscheinlich die Seitenelemente. Das ist das, was du vorhin sagtest, wo die Kabel durchgeführt genau werden. Genau. Wir haben hier uns entschieden, zwei Führungen zu machen. So. Ja. Einmal für den Fahrstrom und einmal für die Beleuchtung. Okay. Es passen auch die breiten Bananenstecker durch, so dass auch fertig verkabelte Kabel auch schon durchgezogen werden können. Ja. Also hast du auch schon weitergedacht wieder. Ja. Das ist ja unglaublich. So, dann haben wir natürlich klar, was für ein Arkadensystem wichtig ist, die Rundbögen. Das sind aber die hinteren, das sind die Rohlinge. Ja. Und vorne kommen dann die Dekorplatten, die haben wir in der Tüte. Die werden wir dann, wo dann wahrscheinlich verkleidet werden muss. Genau. Ich lege das mal beiseite. Dekorplatten. Und noch eine Anleitung. Aber die lassen wir mal weg, weil wir wollen ja zeigen, wie leicht es ist. Er nimmt mir die Bauanleitung weg. Jetzt bin ich aufgeschmissen. Ich habe gedacht, ich kann sie retten, also nicht. Hier sehen wir noch mal ganz deutlich, was wir vorhin an dem fertigen Demonstrationsmodell schon gezeigt haben. Die Gleislage, die entsprechenden Maßeintragungen, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Und das kann man dann einfach so durchdrücken, wo dann also das Kabel wieder durchgeführt wird. Man kann es durchdrücken oder durchbohren, aber es ist ja durch perforiert, könnte es durchdrücken. Und ist auch schon farblich vorbehandelt. Genau, bei dem vorigen Modell, da hat es sich ja um ein Vorfirmenmodell gehandelt, dass man sieht, wie es im Rohzustand ausschaut. Aber es kommt fertig koloriert. Fertig koloriert. Ja. Was ja natürlich nicht heißt, dass das schon für den Modellbahner fix und fertig ist, aber es ist zumindest so eine Grundfarbe drauf. Das ist immer Geschmackssache, wie es derjenige haben möchte. Und wenn er dann Schotter draufbringt, ist das eh weg. Genau. Ja. So, jetzt liege ich hier, ist wie bei Ikea, wenn ich eine Schrankwand zusammenbaue, vor vielen, vielen Einzelteilen. Jetzt hilf mir doch mal ganz kurz, mit was fange ich jetzt an? Also. Ich habe jetzt keine Anleitung. Ich möchte gern, also ich kann mir vorstellen, also ich sag mal so, ich könnte mir jetzt vorstellen, ich stelle jetzt die Dingerchen hier hin und mache einen Deckel drauf. Fast. Fast. Wir brauchen noch die seitliche Verzahnung. Die seitliche Verzahnung. Ah ja, okay. Das heißt also, das sind die Endstücken und das wäre dann sozusagen, wo das Geschäft reinkommt oder die Unterführung drin ist. So, die Verzahnung. Wenn ich dir jetzt glauben soll, muss das passen. Ja, leg's am besten. Wie mache ich das jetzt? Einfach so hinlegen? Auf. Genau. So drauf und einfach reindrücken? Einfädeln, genau. Was? Du bist noch nicht drin. Ah, jetzt hat's gerastet. Mit dem Blob. Mit dem Plupp. Mit dem Blob. Das ist wie mit dem Spinat. Und hier ist das gleiche in grün. Genau. Auch hier reinfädeln. Ja. Ich muss mal gucken, dass die Kamera das auch sieht. Wir drehen es nochmal rum. Am besten. Ja. Ist zwar jetzt also ein bisschen schwierig. Aber die Zuschauer sehen schon, wo die Reise hingehen soll. Ups. Ja. Ich halte dagegen. Der Meister hält dagegen. Und unten auch. Und unten auch. Und schon ist es dran. Und das gleiche machen wir. Das ist aber einfach. Mit diesem Bauteil auch. Mit diesem Bauteil auch. Jetzt mache ich den Deckel drauf. So, aufpassen, dass die Rundbögen richtig passen. Die Kamera kommt noch ein bisschen hinterher. Jetzt haben wir es. So, auch hier einfach nur die Verzahnung. Na. Ich bin behilflich. Ja, das ist nett. So, zack. Ist es drin? Ja, bei mir ist drin. Bei mir noch nicht. Jetzt. Das ist ja auch der Vorteil der Lasertechnik, glaube ich, dass man alle Bauteile wirklich auf den Millimeter genau schneiden kann. Ja. Und dass man nicht die Sorge hat, es passt nicht und jetzt muss ich nachfeilen. Also, du hast recht. Was möchtest du jetzt als nächstes machen? Also, ich denke mir jetzt mal, als nächstes müsste die Platte drauf oben. Ja,
Das habe ich richtig gemacht. Ich sag mal so, man ist ja vorbelastet als IKEA-Möbelkäufer. im Prinzip ist es wie ein Schrank, gell? Ja, also, wer also IKEA-Möbel zusammenbauen kann, kann auch dieses Hochbahnsystem zusammenbauen, stellen wir jetzt mal fest. Auch hier muss es passen, oder? Natürlich. Habe ich jetzt ein Problem. Wir können zwei Sachen machen. Einmal, du kannst es von oben einfädeln. Oder? Oder du drehst das Ganze um. Was wahrscheinlich einfacher wäre. Genau. Der Meister hat es gesagt. Man muss natürlich jetzt aufpassen, dass oben und unten... Das untere ist nicht lackiert. So. Jetzt habe ich das einfach so hingeschmissen. Es ist also auch logisch aufgebaut mit den vielen Nasen. Sie können auch gar nicht falsch anrasten. Also man kann es auch nicht falsch... Entweder es passt oder es ist falsch drin. Oder der Manuel hat was Falsches verschickt, aber das glaube ich nicht. So, jetzt rasten wir das Ganze mal ein. Kann man Gewalt anwenden? Man sollte. Ein bisschen? Ein bisschen. Ah, hier war es nicht drin. Jetzt. So, jetzt. Das sagt der Bayer. Ist es bei dir drin? Nein, noch nicht richtig. Weil es da oben rausgerutscht ist, schau. Ah, das ist die Krux. Okay. So. Das musst du schon Art. Jetzt du unten. Bist zu flott. Jetzt. Und jetzt drücken. Push the button. Super. Ich kann's. So. Okay. Und damit wäre eigentlich das Grundgerüst schon fertig. Also wir haben noch keinen Klebstoff verwendet. Man kann es natürlich jetzt verkleben. Man kann es verkleben. Gut. Aber... Wir wollen, aber es hält ja auch so. Jetzt hat mir natürlich, liebe Zuschauer, der Manuel noch was verraten. Er hat eine Standprobe gemacht. Er hat sich draufgestellt. Ja. Und es hält. Es ist so stabil, und das dass Bild, man sich draufstellen kann. Und das Bild sehen wir jetzt. Er steht drauf. Das ist unglaublich. Ja. So. Wieder runter von dem Teil. So, jetzt sind wir soweit fertig. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wir die Wandverkleidung anbringen. Könnten wir machen. Aber? Was es gibt kein dagegen? Aber. Es gibt kein Aber. Es gibt kein Aber. Es gibt kein Aber. Dann bringen wir mal die Wandverkleidungen an. Ich öffne die Tüte, die Wundertüte, hier sind sie. So, und das ist ja wiederum alles perforiert, das muss also wiederum nahtlos... Genau in die Nut rein. Es muss genau in die Nut, also ich muss jetzt wirklich sagen, ich bin überrascht. Hat er mir absichtlich die Bauanleitung weggenommen, aber wenn man Meister an der Seite hat, dann ist das alles völlig in Ordnung. Da macht dann auch den Eingriff. Vermisst du gerade eine Anleitung? Nein, ich will jetzt keine Anleitung. Das macht mir ja Spaß, muss ich dazu sagen. Als IKEA-Möbel zusammenbauen, von der Logik nicht leiten zu lassen. Und versuchsweise vor der Kamera als Versuchskarnickel vom Manuel das zusammenzubauen. So, das habe ich jetzt mal beiseite gelegt. Das sind dann die seitlichen Mauersimse. So, jetzt haben wir hier wieder diese Verkleidungen. Man kann die natürlich noch, bevor man sie anbaut, farblich abändern, je nachdem, wie man es möchte. Aber das kann man auch später machen, wenn es zusammengebaut ist. Mhm. So. Am besten mit Pigmenten oder mit so einem Drybrush-Verfahren. Also mit Lasuren oder mit Trockenfarben? Lasuren gehen auch. Lasuren, Trockenfarben, also was einen da gerade so einfällt. Ich würde Pigmente bevorzugen, gerade für das Fugenbild, weiße Pigmente. Zum Beispiel. Aber es werden auch Tipps gegeben in unserer Broschüre. Das wollen wir schnell noch zeigen. Jetzt halte ich Ihnen noch mal in die Kamera. Es gibt eine Broschüre dazu von diesem Modusteck-Arkadensystem. Da findet man noch ganz, ganz viele Anregungen. Unter anderem auch Vorlagen, die man bestellen kann, wie man zum Beispiel die Geschäfte beschriften kann. Beschriften über den Bögen, wie man Geschäfte, die Struktur, also diese Fenster und Türen. Ja. Wenn das natürlich zu profan ist, da kann natürlich selbst sich was überlegen. Der muss natürlich dann raus in die Natur und da, wo diese Hochbahnen sind und sagen, okay, ich gucke mir das anders ab, ich möchte gerne die Anlage in meine Gedankenwelt so haben. Aber okay, das bleibt mir jedem selbst überlassen, ist ganz klar. Richtig. So, jetzt haben wir wieder dieses System. Ich würde jetzt vorschlagen, wir drehen das wieder um. Kannst du machen. Wir wollen es ja Kannst zeigen. Kannst du machen. Wir wollen es ja zeigen. Ja. Ich hebe es mal hoch. Ich hoffe, man sieht hier diese vielen kleinen Enden. Ist mir sofort aufgefallen. Und die passen natürlich dann, sind natürlich dann passgenau mit dieser Perforation
bündig passend. Bündig, so, genau. So. Also drehen wir das Ganze mal um. So. Werde das jetzt hier mal, Manuel hat gesagt, das geht kinderleicht, also mache ich das jetzt mal. Einfach einschieben. Einfach einschieben. Wow. So. Wer es natürlich fest verbauen möchte, genau, kann, muss natürlich vorher hier Kleber, ja, Kleber dazwischen rein. Darauf verzichten wir jetzt. Wir wollen Ihnen zeigen, dass das also auch ohne geht. So, die andere Seite lassen wir gleich mal nachkommen. Entschuldigung. Auch hier wollen wir sofort, ups, hier ist das rausgegangen. So, wiederum gucken, dass dann diese Nasen passt. So, hier drüben ist es noch nicht. Glaubst du, du bist noch nicht drin? Nein, hier drüben ist es noch nicht drin. Ich muss es mal aus der Kamera drehen. Entschuldigung, liebe Zuschauer. Aber hin und wieder ist das etwas schwierig, vom Weiten zu gucken. Warte. Jetzt? Nee, hier passt das nicht. Moment, es ist etwas... Jetzt. So. Jetzt ist es dran. Aber das kennen Sie ja auch vom Bauen. So, jetzt ist das auch drin. Wie gesagt, es ist für mich etwas schwierig, aus 20 cm Entfernung die richtigen Löcher zu finden. Also somit ist also die Seitenverkleidung dran. Ich drehe es nochmal um und sind wir eigentlich schon fertig. Die Enden, sowas, sind die Anschlussstücken für die nächsten Teile. Da kommt genau keine Verkleidung, aber wir haben hier zum Beispiel jetzt die richtige Verkleidung dran. Richtig. So, jetzt sind die Ecken dran, so wie ich das vermute. Mhm. Aha, möchtest du die aus dem Ast jetzt lösen? Ich muss die dafür ist unser Werkzeug vorgesehen. Das meist das scharfe Kante. So, jetzt muss ich das mal ein bisschen hochnehmen. Das kennen alle Brillenträger. Ich muss genau an den perforierten Linien. Hier zum Beispiel. Genau. Finger weg, Meister. Einfach eindrücken. Einfach. Hm. Setz ein bisschen weiter vorne. So. Ja, und drückst dich. Aha. Ist genau wie beim Kunststoffbausatz. Alles klar. Mal wieder. Wer möchte, kann auch eine, wie heißen die, Spitzzangen, Beißzangen? Ach, hier die Seitenschneider. Diese Seitentrenner, ja, die irgendwie so. Wir machen es mit Messerle. Das erhöht den Reiz. So, das trennen wir jetzt mal alles raus hier. So, wir haben jetzt, wie bei jedem normalen Kunststoffspritzling, wenn man Häuser zusammenbaut, die Teile rausgelöst, liebe Zuschauer. Und haben jetzt die eigentlichen Mauerteile freigelegt. Die werden dann oben und unten noch ein bisschen abgeputzt, dass das also auch schön gerade ist. Aber das kennt man ja auch von den Bauteilen, vom Kunststoff her. Korrekt, ja. So, und jetzt beginnen wir, so wie du gesagt hast, mit dem Zusammenkleben. Mhm. Dazu haben wir diesen Holzspeiler bzw. Schaschlikspießchen. Ja. Nehmen einen ganz normalen Holzleim. Ja? Oder kann man richtig auch anderen Kleber nehmen? Ja. Sekundenkleber würde ich nicht empfehlen. Mhm. Der trocknet oder dampft so weiß aus. Also ja, ich würde beim Holzleim bleiben, weil es ist ja okay, NDF-Material. So, und man bringt den Kleber in gewissen Punkten auf die braunen Teile hier auf, mit kleinen genau, auf Punkten die Verzahnung, auf ja, die Verzahnung. Nicht alles, aber so, dass es eben so hier oben genau, noch. Genau, immer die so Anfang, Ende und Mitte Ende. So. So, ja. Mitte nochmal, hier noch eins. Man kann natürlich auch alle machen. Ja, kann man, aber ja, wie gesagt, ist jetzt die Frage, genau, ob es sinnvoll ist. So, dann leg dir das Bauteil hin, dann tust du dir leichter. Dann führe das ein. Also, man muss nicht alles in der Hand haben. Also, so, die Verzahnung sieht man auch. Und jetzt setzen wir dieses Teil ein. So, und man sieht, liebe Zuschauer, ups, das klebt noch nicht ganz. Es passt also auch wirklich bündig sehr zusammen. So, das Gleiche wiederhole ich jetzt auf der Gegenseite. Ich drehe das mal rum. Wieder mit ein bisschen Kleber, so habe ich gelernt. Ich bin ein gelehriger Schüler. So, man sollte oben die Enden auf diese Verzahnung, ein bisschen rüber noch hier,
Ich habe gerade den kritischen Blick gemerkt, den spüre ich an der Seite. Du machst das gut. Ja. Ja. Und unten nochmal. Ja. Es ist ja für mich auch immer wieder spannend, liebe Zuschauer, mit neuen Dingen konfrontiert zu werden. Und man macht es auch ganz gern. So, und das Gleiche jetzt wieder. Bloß spiegelverkehrt. Bloß spiegelverkehrt, genau. So, also Sie gucken, dass das passt. Unter den strengen Blicken. Es geht halt darum, man soll das ja auch als Anfänger problemlos können. So, da haben wir schon, ups, na, so, lassen wir das mal, das zweite Teil angebracht. Das steht auch schon ganz ordentlich. Und jetzt müssen wir irgendwie noch die Abdeckung machen. Du hast noch ein Teil vergessen. Das Teil vergessen, ja. Das ist also dieses kleine Teil, was dann hier oben eingefügt wird. Und dann wäre eigentlich, mehr ist ja nicht da, muss es fertig sein. Der Deckel kommt auch noch. Der Deckel kommt noch. Also machen wir erst nochmal den Kleber drauf mit den Klebepunkten. Genau. Am besten das machst du da jetzt an jedem Zahn einen. Weil? Klebepunkt, weil es dann stabiler einfach wird. Okay. So, die Seite. Und die andere Seite. Hier. Hier. Richtig. So. Das war zu dick hier, ne? Mhm. So. Bisschen sauber geputzt. So, und jetzt muss ich gucken. Ich glaube, diese Länge, diese Kante genau, kommt unten hin. Gehört unten rein. Alles klar. Korrekt. So. Dann setzen wir das mal drauf. Drücken es zusammen. Und fertig ist, fast fertig, muss ich dazu sagen, ist die seitliche Stütze. Ich bin dir mal schnell behilflich und pack dir das. Ah, das ist nett von dir. Deckelchen aus. Mein Assistent packt mir den Deckel aus. Bitte schön. Danke. Welche Seite ist jetzt? Egal. Das okay. Spielt keine Rolle. So, den Kleber bringen wir dann aber logischerweise oben auf. Mhm. Auch mit vier Punkten vielleicht nur. Mach vier Punkte, das reicht, ja. Soll ich dir festhalten? Ja, das geht. Ich habe eine zarte Hand. Oh. Zack. Man sieht es. Und dann mit ich. Jetzt würde ich dir noch einen Tipp geben. Ja, bitte. Leg den Deckel auf den Untergrund. Ja. Nimm das Bauteil und führe es mittig oben auf. Okay. Und dann sind noch, dann kannst du noch leicht justieren und lass es dann, wenn alles passt, ich sehe es jetzt gerade von meinem Winkel schlecht, wenn es überall passt, lass es so stehen und wenn der Kleber trocken ist, sind wir fertig. Ja. Noch ein bisschen. Na super. Ist einfach. Mhm. Drehe es mal schnell rum. Sollte eigentlich auch so. Das wäre also diese seitliche Stütze. So, nun machen wir es wie im wirklichen Leben im Kochstudio, liebe Zuschauer. Manuel hatte schon mal ein bisschen was vorbereitet aus anderen Bausätzen und die Stützen schon weitergebaut, sodass wir also Ihnen jetzt zeigen können, wie die Stützen an diesem Bausatz sozusagen genau. Montiert werden. Montiert werden. So, ich vermute jetzt wieder, es muss also irgendwo reinpassen. Ja. So. Dann nehmen wir doch zwei gleiche Bauteile. Mhm. Die haben wir hier auch vorbereitet. Dann machen wir es so. Kleines bisschen bauen, aber bisschen drehen und wenden. Ja. Vom Prinzip her kann man das Teil auch hier anschließen. Also breit, schmal, das wäre genau. Jetzt so eine normale Durchfahrt. Hier gibt es dann die passenden Bauteile. Also die werden die genauso zusammengebaut, wie wir es gerade gezeigt Richtig. Haben. Richtig. Das ist dann die Verjüngung und die wird dann hier aufgebracht. Und funktioniert vom Prinzip her wie das, was wir jetzt gleich machen. Und rastet ein. Und rastet ein. Gut, also, jetzt zeigen wir das mal. Ich nehme mal den Kleber ein bisschen beiseite hier. Willst du breit auf breit machen oder mit der Verjüngung? Machen wir breit auf breit, weil wir jetzt gerade die Stützen gemacht haben. Ja, würde ich sagen. Ja. Breit auf breit.
breit auf breit. Was immer das auch heißt, da ist was abgefallen. Weil wir es nicht fixiert haben. Ja, das ist also wichtig. Wir machen das hier aus Demo-Gründen. Wollen wir es nicht ankleben, sondern nur zeigen, wie es geht. So, die Stützen. So, jetzt haben wir im Lieferumfang auch noch drei Verbinder. Achso, diese kleinen, sehen aus wie Puzzleteile eines. Ja. Zeig es nochmal hoch, ich lege es mal auf die Hand. Die sind also hier gleichfarbig, oben lackiert in der gleichen Farbe wie der Untergrund, genau, die Platte schon ist. Und damit können wir das eigentlich auch einfügen. Jetzt tun wir das Ganze mal ein bisschen rüberziehen hier. Jawohl. So. Und einfach jetzt reindrücken. Mhm. Ich bin da etwas misstrauisch. Aber wenn er sagt, dann sollte das so passen. Zack, und schon ist es drin. Kann jetzt aber natürlich, wer es fest verbaut auf der Anlage, wieder verklebt werden. Ja. Gut. Also, ich drücke mal. Brauchst nicht drücken. Lass es fallen. Lass es fallen, sagt er. Okay. So. Und damit sind diese beiden Teile miteinander fast verbunden. Die Seitenteile haben hier eine Verzahnung, die, was wir vorne auch sehen. Und genau in diese kleinen Stiftchen werden wir es einführen. Diese kleine Mäuseverzahnung an der Seite sozusagen, diese kleinen Löcherchen, die Sie da sehen, da muss dann sozusagen, ich halte es mal ins Profil, man sieht es, glaube ich, ja, diese kleinen Zapfen eingerastet werden. Mhm. Gut. Wir machen es mal von der Seite. Mach mal zum Test hier. Zum Test hier. Okay, ich tue es mal hier einführen. Genau. Bisschen anheben. Halt, heb's ruhig an. Ich sehe es nicht richtig. So, jetzt. Halt. Jetzt. So, jetzt. Und da ist es schon dran. Klick. So, dann machen wir es auf der anderen Seite genauso. Jetzt hast du Übung. Vielleicht kriegst du es aus dieser Position besser hin. Ja, man muss. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, liebe Zuschauer. Man nimmt hier eine Arbeitshaltung ein, die man normalerweise beim Modellbau nicht hat. Aber wenn du mal gegenhältst, bitte mal von der anderen Seite. So, reindrücken. Warte mal. Soll ich dir behilflich sein? Ich bin da bitte. Zack. Zack. Ha! Passt, wackelt und hat Luft. Und was fehlt noch? Was fehlt noch? Das Geländer. Was haben wir hier? Ich hab's gewusst. Ja, tut es mir scheibchenweise. Also auch hier wieder raustrennen. Auslösen, genau. Unten wegzwicken. Wir klauen uns das jetzt mal hier. Ja, das sparen wir uns jetzt mal. Und dann kann man einfach... Genau. Wir machen es mal vorn ran, da hat es die Kamera leichter für uns. Genau. So, und dann passt das genau drunter, unter diese... In die Löcher, genau. Oh, warte. Upsala. So. Dieses Lochsystem. Vielleicht machen wir vielleicht noch einen Tipp für den Kunden. Vielleicht erst die Gitter hinmachen und dann. Genau. Okay, also müsste ich jetzt nochmal das rausnehmen und die Stütze nochmal abmachen und dann das Geländer setzen und dann randrücken. Es passt nämlich genau drunter hier. Ne? Genau. Und das wird jetzt ein bisschen schwierig. Also Sie sehen, die Löcher sind da. Aber ich müsste jetzt... Doch, es geht. Es geht. Passt. Also reindrehen, reindrücken, reinkippen. So. Und damit ist das Geländer auch dran. Auch hier gilt wieder, man kann es dann verkleben, beziehungsweise mit kleinen Klebstofftropfen fixieren. Und damit wäre eigentlich die Sache schon fertig. Und so geht das dann kontinuierlich weiter. Wenn wir jetzt aber eine Brücke machen wollen, eine Überführung, Unterführung, ja, wie geht's dann? Wie geht es dann weiter? Haben wir hier so eine Abschlusskante. Die gibt es einmal für die breite Version
Und einmal für die schmale Version haben wir sie hier. Die gibt es als Extra-Bauteil. Als Extra-Bauteil, ja. Genau. Weil es kann ja auch einer, es kann ja auch sein, dass jemand von einem Gelände auf die Arkade geht. Okay. Und die werden dann, also vorne und hinten, wir können sie uns jetzt vorstellen. Wir stellen uns jetzt vor, dass es hier noch weitergeht. Wir können spaßhalber mal eine Brücke aufsetzen, genau. Und das bis dann ist passt. Ist auch ein Bausatz? Ist auch ein Bausatz, die Brücke. Wird also genauso zusammengesteckt wie alle anderen Sachen. Genau. Und damit ist also die, die so. Brücke fertig. Einmal in schmal. Und einmal und auch in breit. Wenn einer den Bahnsteig noch über die Brücke haben will, würde ich die Breite empfehlen. So, und die Breite passt dann hinten dran und die passt dann, genau. Alles klar. Gut. War damit doch kinderleicht. Ja, also ich muss sagen, liebe Zuschauer, so schwer ist es nicht. Ich bin jetzt noch ein bisschen ungeübt, aber er hat das ein bisschen besser im Griff. Aber Sie sehen auch, eine relativ ungeübte Hand, so wie meine, schafft das zusammenzubauen. Und ich denke, das wird Anklang finden, vor allen Dingen, weil es nicht so kompliziert ist. Also ich denke, das ist logisch aufgebaut. Die Zapfen und die Löcher sind vorgegeben. Es passt. Ja. Tolle Sache. Danke. So, haben wir was vergessen? Erstmal nicht. Eigentlich nicht, nein. Eigentlich nicht. So, wer also dieses, sich für dieses Arkadensystem interessiert, liebe Zuschauer, die Artikelnummern finden Sie wie immer bei allen anderen Themen bei uns eingeblendet auf den Webseiten. Dort können Sie sich also nochmal informieren. Dort gibt es also alle Infos und Dinge, auch die Sachen, was ich Ihnen gerade vorhin nochmal gezeigt habe, kann man sich also vorfeld schon informieren. Ansonsten schauen Sie sich in Ihrer Heimatstadt, in Ihrer Heimatgegend um, wie man sowas noch entsprechend dann verarbeiten, verändern kann. Es sind da sämtliche Fantasien offen, die man haben kann für solche Sachen. Und ich denke, Manuel Engel ist hier was ganz Wunderbares gelungen, denn ich glaube, das hat also ein bisschen gefehlt. Und ja, da bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Vielen Dank. Dass ich wieder mal als Übelnehmender hier ein bisschen bauen durfte. Es hat mir Spaß gemacht. Es ist ein einfaches, leichtes System und ich denke, die Modellbahner werden es dir auch abnehmen.